ich euch zeigen, wie man auf einfachem Weg Daten drahtlos mit Mikrocontrollern austauschen kann. Als Helferlein verwende ich mehrere Platinen mit einer LED-Matrix als Bildschirm, die ich in vorangegangenen Videos im Detail gezeigt habe. Miteinander kommunizieren in den Beispielen Mikrocontroller vom Typ ATmega 328, zwei davon in Form von Arduino Uno Boards. Ich werde in meinen Beispielen akustische Signale verwenden und die entsprechende Schnittstelle besteht aus meiner Hand, beziehungsweise einem Mini-Lautsprecher als Sender und einem Mikrofon als Empfänger. Im Verlauf der Aufnahmen zu diesem Video habe ich an dem Mikrofonmodul einen Tiefpassfilter für die Eingangsspannung angebracht, um die Empfindlichkeit zu erhöhen. Mehr dazu auf meinen Seiten. Computer, zu denen die Mikrocontroller zählen, kommunizieren nicht über gesprochene Worte, sondern über Signale im Binärformat. In den ersten Beispielen übertrage ich Signale durch Klopfen. Im einfachsten Fall entspricht die Anzahl der Klopfzeichen einem Buchstaben im Alphabet. Klopfen erzeugt immer ein recht kurzes Geräusch, die zu übertragenen Daten müssen also durch die Pause zwischen zwei Klopfgeräuschen kodiert werden. In diesem Beispiel bedeutet eine längere Pause, dass das Zeichen übertragen wurde, der Bildschirm zeigt dieses anschließend an. Ein Nachteil dieses Verfahrens ist, dass bis zu 26 Klopfzeichen für nur einen Buchstaben übertragen werden müssen. Ein weiteres Problem ist, dass wirklich jedes Geräusch, das den gegebenen Schwellwert überschreitet, als Übertragung eines Buchstabens fehlinterpretiert wird. Als nächstes verwende ich zur Datenübertragung den sogenannten Klopfcode. Dabei werden 25 Buchstaben des Alphabets in eine Tabelle mit 5 Spalten und 5 Zeilen eingetragen. Ein Buchstabe wird durch Klopfen der Zeilenzahl gefolgt von der Spaltenzahl übertragen, zwischen beiden erfolgt eine längere Pause, ebenso nach Abschluss des übertragenen Buchstabens. Hat der Arduino die Zeilenzahl erkannt, so wird ein Plus angezeigt. Nach dem Empfang der Spaltenzahl wird der dekodierte Buchstabe angezeigt. Ist die erkannte Zeilen- oder Spaltenzahl zu groß, so wird ein Übertragungsfehler erkannt und der Mikrocontroller springt zurück zum vorherigen Buchstaben. Gleiches gilt für eine zu lange Pause zwischen den beiden Klopfzeichen. Maximal werden somit für einen Buchstaben 10 Klopfzeichen benötigt, es können somit mehr Buchstaben pro Zeiteinheit übertragen werden. Dieses Verfahren ist schon etwas stabiler, was die Fehlinterpretation von Übertragungsgeräuschen angeht. Wenn nicht gerade mindestens zwei Geräusche mit den geforderten Pausen auftreten, kann die Software die Übertragung als fehlerhaft erkennen und springt zurück zum ursprünglichen Zustand. Wirklich sicher gegenüber Störungen ist diese Methode allerdings auch nicht. Das Morse-Alphabet bietet eine Möglichkeit, mit noch weniger Klopfzeichen auszukommen, dieses Verfahren arbeitet jedoch mit drei unterschiedlichen Zuständen. Einem kurzen und einem langen Ton sowie den Pausen dazwischen. Da beim Klopfen kein langer Ton erzeugt werden kann, muss die Unterscheidung zwischen lang und kurz über die Pausen erfolgen. Nach diesem System sind jedoch zum Beispiel die beiden Buchstaben D und K nicht zu unterscheiden, da das letzte Zeichen nicht als kurz oder lang identifiziert werden kann. Ein Ausweg aus diesem Dilemma besteht darin, hinter jedem Buchstaben ein abschließendes Klopfzeichen zu setzen. Somit wird das D zu und das K zu Die Signale sind somit eindeutig zu unterscheiden, ebenso alle weiteren Buchstaben des Alphabets sowie die Ziffern und einige Sonderzeichen. Als Trenner zwischen zwei Wörtern kann entweder eine noch längere Pause eingelegt werden oder man überträgt ein Sonderzeichen, das anzeigt, dass die Übertragung eines Wortes abgeschlossen ist.
Im Computerzeitalter verwendet man dafür das Leerzeichen, das im Morse-Alphabet allerdings nicht vorkommt. Aber neue Zeiten erfordern halt neue Zeichen. Ich verwende lang, 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 kurz und danach nicht das abschließende Klopfen vergessen. Mit diesem System ist es somit möglich, beliebige Texte recht effektiv durch Klatschen oder Klopfen zu einem Mikrocontroller zu übertragen. Was passiert, wenn zwei dieser Rechenknechte anwesend sind? Nun, beide empfangen die gleichen Signale, folglich ist die geklopfte Botschaft auf beiden Zielsystemen zu lesen. Möchte man die Daten zu nur einem der beiden Mikrocontroller übertragen, so muss neben einem Standard zur Kodierung von Buchstaben ein weiterer Standard zur Adressierung für alle mithörenden Zielsysteme geschaffen werden. Eine Methode besteht darin, jedem der beiden Mikrocontroller eine eindeutige Nummer, also eine Adresse, zuzuweisen. Für bis zu 10 Adressen eignen sich die Ziffern 0 bis 9. Jede Übertragung beginnt nun, indem die Adresse des Zielsystems geklopft wird. Besitzt der linke Mikrocontroller die Adresse 0 und der rechte die Adresse 1, so beginnt die Übertragung hin zum rechten Ziel mit besagter 1, im Morsecode also mit einmal kurz, gefolgt von viermal lang. Der rechte Mikrocontroller zeigt anschließend mit einem Plus an, dass er auf weitere Zeichen wartet, während der linke Mikrocontroller mit einem Minus anzeigt, dass er diese Zeichen ignoriert. Derartig geklopft wird die Botschaft schließlich nur auf dem rechten Bildschirm angezeigt, der linke Bildschirm zeigt wieder die alten Zeichen. Ein weiterer Vorteil dieses Systems besteht darin, dass nicht jedes Geräusch als Befehl zum Ändern der angezeigten Buchstaben fehlinterpretiert wird. Während ohne die Angabe einer Adresse fast jedes Geräusch mit einer bestimmten Lautstärke als Buchstabe gedeutet wird, bleibt das ohne Bedeutung, wenn als erstes Zeichen die passende Adresse empfangen werden muss. Wie bereits angedeutet, wird durch Klopfen stets nur ein kurzes Geräusch erzeugt. Verwendet man stattdessen einen Lautsprecher, so können Töne zur Datenübertragung verwendet werden, wobei die Tonlänge neben der Pausenlänge als zusätzliches Element zur Kodierung der Zeichen genutzt werden kann. Wir können somit das unmodifizierte Morse-Alphabet verwenden, das abschließende Signal wird nicht mehr benötigt, die Datenübertragung geht somit etwas schneller. Bislang habe ich Daten lediglich hin zu den Mikrocontrollern übertragen, richtig interessant wird's erst, wenn alle beteiligten Rechner auch untereinander kommunizieren sollen. Als Beispiel übertrage ich nun keinen Buchstaben hin zu einem Mikrocontroller, sondern frage ab, welchen Buchstaben dieser zurzeit anzeigt. Auch hier muss ein Standard vorhanden sein, der besagt, wann der Mikrocontroller diese Daten senden soll. Ich verwende dazu ein weiteres Sonderzeichen, das ich als lang, kurz, lang, kurz, lang definiere. Der Mikrocontroller antwortet umgehend mit lang, kurz, lang, was dem Buchstaben K entspricht. Sind mehrere Mikrocontroller in Reichweite, so antworten alle gleichzeitig und der dadurch verursachte akustische Salat ist nicht zu entwirren. Erneut muss angezeigt werden, welches der in Reichweite befindlichen Geräte antworten soll, was geschieht, indem dessen Adresse als erster Code gesendet wird. Hier wird Mikrocontroller 3 abgefragt, der zunächst mit seiner eigenen Adresse und anschließend mit kurz, lang, kurz antwortet, was dem Buchstaben R entspricht. Disziplin ist gefragt, denn ich kann erst eine weitere Anfrage starten, wenn die vollständige Antwort eingegangen ist.
Nach diesem Prinzip können die Mikrocontroller ihre Daten untereinander austauschen. Die Abfragen untereinander stoße ich an, indem ich den Buchstaben des letzten Gliedes in der Kette abfrage. Der Controller antwortet mit seiner Adresse und lang, 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 kurz für das gespeicherte Leerzeichen. Anschließend fragt dieser Mikrocontroller den Buchstaben des Mikrocontrollers zu seiner Linken ab, womit dessen Buchstabe nach ganz rechts wandert. Dieses Wandern läuft durch entsprechende Abfragen untereinander durch die Reihe der Mikrocontroller von rechts nach links. Der momentan aktive Mikrocontroller sendet zunächst sein eigenes Zeichen nach rechts, indem er dessen Adresse und das gespeicherte Zeichen morst. Und nach dem Morsen der Adresse zu dem weiter links befindlichen Mikrocontroller wird dessen Buchstabe abgefragt. Wer genau hingesehen hat, dem könnte aufgefallen sein, dass ich an den Mikrofonen nun den zu Beginn des Videos angesprochenen Tiefpass angelötet habe. Damit ist die Empfindlichkeit dieser Sensoren deutlich höher und alle Mikrocontroller in der Kette empfangen die akustischen Signale sauber. Ist der Vorgang abgeschlossen, was dadurch angezeigt wird, dass der linke Mikrocontroller nichts mehr anzeigt, so kann ich den nächsten Buchstaben hin zu diesem Mikrocontroller übertragen. Wie bereits gezeigt, können mehrere Buchstaben oder Wörter zu einem Mikrocontroller übertragen werden. Die Botschaft wird dann als Laufschrift angezeigt. Störgeräusche können dazu führen, dass eine Übertragung fehlerhaft abläuft. Es müssen also zusätzliche Befehle in den Übertragungsstandard eingefügt werden, die sicherstellen, dass die Kommunikation fehlerfrei abgelaufen ist. Dazu erstelle ich eine neue Tabelle, in der alle Zeichen aus 8 Tönen bestehen, womit theoretisch 256 unterschiedliche Kombinationen möglich sind. Da zur Übertragung von Text und Ziffern sowie einiger Sonderzeichen 51 Kombinationen ausreichen, verwende ich nur jede fünfte mögliche Kombination. Eine Störung in der Übertragung kann nun auf zwei Arten festgestellt werden. Zum einen muss jedes Zeichen aus 8 Tönen, gefolgt von einer längeren Pause bestehen. Ist das nicht der Fall, so muss mindestens ein Ton ausgelassen worden sein oder aufgrund von Störgeräuschen wurden zusätzliche Töne missinterpretiert. Werden korrekterweise 8 Töne empfangen, jedoch ein Lang wurde als kurz interpretiert oder umgekehrt, so besteht eine Chance von 4 zu 5, dass diese Kombination keinem Zeichen zugeordnet werden kann, die Übertragung also ebenfalls als fehlerbehaftet erkannt wird. Durch ein Sonderzeichen wird dem Sender signalisiert, dass die Botschaft wiederholt werden muss. Der Bildschirm zeigt die Anzahl der gefundenen Fehler an. Der modifizierte Morsecode ist sehr effektiv, weil damit nur eine begrenzte Anzahl an Zeichen übertragen wird. Die Bildschirme der Kleincomputer bestehen aus 64 LEDs, womit rein rechnerisch 2 hoch 64, also verdammt viele Kombinationen dargestellt werden können. Um eine Kombination an LEDs anzuzeigen, die keinem der zur Verfügung stehenden Buchstaben entspricht, muss ein Standard definiert werden, der die Übertragung beliebiger Grafiken erlaubt. Das kann geschehen, indem ein weiteres Sonderzeichen ankündigt, dass die folgenden Signale einer Grafik zugeordnet werden müssen. Nach diesem Sonderzeichen werden 64 Töne übertragen, wobei ein Lang einer eingeschalteten, ein Kurz einer ausgeschalteten LED entspricht. Die Übertragung dauert wesentlich länger als das Senden eines einfachen Buchstabens, dessen Form in jedem der Mikrocontroller abgespeichert ist.
Grafiken anstelle von Buchstaben zu senden, ist der Grund, warum PowerPoint-Clowns so viel mehr Daten übertragen müssen als Menschen, die es verstehen, ihre Botschaften in einfache Worte und Ziffern zu kleiden. Mach's einfach ist auch im Zeitalter von Gigabytes und Gigahertz das Motto, welchem verantwortungsbewusste Informatiker folgen. Die hier mit akustischen Signalen gezeigten Grundregeln der Datenübertragung gelten auch für kabelgebundene Kommunikation. Längs von Kupfer- oder Glasfaserkabeln bewegen sich elektromagnetische Wellen, in letzteren in Form von Lichtwellen durch das Medium. Die Schallwellen sperre ich hier in zwei Schläuche ein, die jeweils vom Lautsprecher des einen Mikrocontrollers hin zum Mikrofon des anderen Mikrocontrollers laufen. Somit sind die Töne außerhalb fast nicht mehr zu hören, die beiden Mikrocontroller kommunizieren nun über die Gummikabel. Ein großer Vorteil der kabelgebundenen Kommunikation ist, dass Umgebungsgeräusche weitestgehend blockiert werden. Selbst mit dem einfachen Morsecode gelingt die Übertragung trotz äußerer Störgeräusche fehlerfrei. Lichtsignale können auch ohne Glasfaserkabel zur Datenübertragung genutzt werden. Hier mache ich das über eine Infrarotschnittstelle. Es gelten dieselben Grundregeln zur Adressierung der Mikrocontroller und zur Kodierung der Information. Ich verwende erneut das Morse-Alphabet zur Datenübertragung hin zu den 5 Zielsystemen. Soweit meine Einführung in die Welt der Datenübertragung. Weitere Infos sowie die in diesem Video verwendeten Softwarebeispiele gibt's wie immer auf meinen Seiten. Wer mich in meinen Bemühungen unterstützen möchte, weitere derartige Lernvideos zu erstellen, die von jedem kopiert, verändert und geteilt werden dürfen, kann gerne die Spendenschaltfläche auf meinen Seiten anklicken. Vielen Dank an alle bisherigen Unterstützer. Viel zu sagen gibt's zum Beispiel zum Thema Frequenzerkennung mit Mikrocontrollern, um somit Daten